करके इससे माल मच्छू नची उससे गुंदमा रिबजी सो Es war so der Tag, an dem die IS-Terroristen mit 14 Autos einmarschiert sind in deren Dorf. Und dann haben sie die Frauen und Männer getrennt. Da hat sich der Rampela, Gunama, Waka, Gunamera, Guna, Zrameme, Go, Shadatia, Hobda, Zrameme, Go, Gozie, Zrameme, Shadatia, Honadu. Ja, die, wir bei Veda, Kusht. Also, ihr Ehemann haben die, die haben ihr gesagt, die haben ihm gesagt, dass er sich ausweisen soll. Und dann hat er gesagt, ich mach das nicht und ich bin hier Jide. Und dann haben die ihn direkt erschossen. Ja, vor deren Augen. Ja, aber Hamouf Sabhakekerin, Chartilme, und Hardokorin, Hamouf Sabhakekerin, und das ist von Musakerin. Ja, nicht gestimmt. Genau, die haben die alle niedergesetzt und dann haben die gesagt, ja, dann haben die sie gefragt, ob die Muslim werden möchten oder ob die jetzt oder ob die sterben wollen. War die Tarampela können do 15 Meter am Schwandur erkosten und Hamur abgetrennt. Die haben die Frauen von den Männern getrennt, also komplett. Die nur da rohen so? Na, was mehr Opfer haben gekostet. Also die haben die alle Männer erschossen von Anfang an. Hat der Bjene eb Hamla, haka Tarka Bardaine, welche Zaro Kedwan, Dilmuda Selwan, Brine Dwan, Rafaya, Mabjari Khodit. Schauer? Brine Dwan, na, Waka Kushbu, Brine Dwan, das Dulinge Zaro Kedwan, Brine Dwan, Rafa Dakar. Also haben die Frauen, die waren schwanger, dann haben die umgebracht und man könnte das Kind so durch das Bauch sehen müssen, dann, weil die Frauen dann schwanger. Richtig, als ich mal gut kriege. كركش ما قد كري ما قو يعني هاو تشتغي مهدن يا إين أم يا دن هم دي gesagt es war ein sehr schwerer Moment für die weil für die alle Frauen weil die haben gesagt die haben jetzt nicht mehr keine Unterstützung keine Hilfe gar nicht mehr die haben uns alles genommen und die haben قو كشت وقو قو خارياش مبرن قو دسمن وقل دسي اقدر وقو دلوا خوش مراكشا وقو الله ما مبرن Und sie hatte dann eine andere Schwester und die haben die von ihr getrennt und die haben halt Händchen gehalten, weil sie wollten nicht, dass die sich die voneinander trennen, die Schwestern. Und die haben das halt dann geschwungen, sozusagen, und sie mitgenommen. Und zwei Tage war die Tochter Jihan bei ihr. Und sie meinte, dass sie das auch nicht mehr kann und sie meinte, sie möchte auch selten noch begehen. Gut, go katschkata malama go go arzan go go katschata hokus jihan hokus kajila. Und sie meinte, deine Tochter hat dich umgebracht. Ja, weil sie wurde halt in Syrien genommen, nochmal getrennt, nochmal von der Familie und die hat nicht mehr ausgehalten. Also die hat sich dann umgebracht. Kochoji. کمیت لاشم دیت و کوچکا و کل دستور لنجت وان خورتا دوی وان کوچکا دوون مرگو همه خوزیم ام گریان مرگو خوزیم ام استقاق ما بسر فان دستور لنجا دکرو Also die Hunde dort, die sind ja da frei, die haben dich von dem Leichen gefüttert, also die haben die Leichen dann im Russland gegessen. Sie ist das Ramel Malam. Genau, die hatte 13 Leute in ihrer Familie. Und nur Männer. Also nur Männer und außer dem und der Rest, keiner hat überlebt sozusagen, also keiner hat geschafft zu flüchten. Das ist ja der Mann. Genau, bei den Mädchen ist so, die zwei haben die Selbstmord begangen und die anderen zwei, die sind noch im ES, also die waren noch da, also gefangen, in Gefangenschaft. Woka bestimmt seit dem Almania, nur Sarokin, woka Khodan Khaira, Dravlin, Khodan Khomitke. کاچاکی دفترمی با کی مکری و کارکم دی دفترمی با مکری. Also die haben dann die Söhne und die Tochter beide, die haben verkauft die Eltern oder so, die haben das verkauft und die mussten, die haben dann halt versucht Spenden zu bekommen und Geld zu sammeln, so dass die den Sohn und die Tochter kaufen könnten.
Und wo konnte man die kaufen? Konnte man die von Shingan aus kaufen oder von der Türkei aus? Ich meinte gerade eben, die zwei haben die von Syrien gekauft. Also die, die verkauft wurden, die würden eigentlich überall verkauft, Irak, Syrien, Mosul, überall, also viele mögliche Orte, weil die sind, waren überall verteilt. Und die Mädchen und Jungen, also kleine Jungen sozusagen, die konnten die quasi kaufen, egal wo. Also bei ihr war das halt dann so in Syrien. به جامش آلمانیا و کا مرجوهای بس ما هر دو کچکیم بگینم ابم یعنی اب 5 سالم او کچکشی ندیدیم دی مینت دی میچن دی 5 یاره شون این عراق und die hat die seit 5 Jahren nicht mehr gesehen und sie wünscht sich, dass sie wieder mit ihren Kindern vereint wird. Zat sich wegen Zahmet Rau. Also das fällt ihr sehr schwer, nur das war das Schwerste in ihrem Leben. یعنی اسلام رسول رو بگی کنید و هر جهر بکن و ببنه طالب خورد بمنه و اون تعش یعنی Wir haben für deren Leben gekämpft, wir haben studiert, wir haben alles gemacht für deren Zukunft und als da IS einmarschiert ist, hatten sie keine Chance mehr. Alles wurde genommen. Weiß sie, wo ihre zwei Töchter im Irak sind? Zani hat sogar Töchter in Al-Aqir-Kurin. Al-Kurdistan. Ja, die weiß, wo die sind. Die weiß, dass die, also die haben halt geschafft, zu flüchten, weil. Und die sind jetzt in Kurdistan. Ich habe gesagt, 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 ja. Sie meinte, durch mein Trauma habe ich vieles vergessen und. Das ist sehr schwierig für mich, damit umzugehen. Hamrewe, nach Salbun, haka Oshmakotbu, Urte Sakrin. Die jüngste Tochter, die ist jetzt 14 und die war 9 Jahre alt, als die vergewaltigt wurde, als die von ihrer Mama getrennt wurde. Und sie hat hier einen Asylantrag gestellt? Der Asylantrag Chekril an Mania. Dann wollen wir Chekril. اف قال اجرام محاولة عنده تلوان كده وخلي ناين زجر. Sie meint, sie hat so oft, also als sie den Antrag gestellt, sie möchte, dass sie hierher kommen, aber dass sie also aufnehmen, für dass sie aufgenommen werden, aber das klappt nicht, also dass sie wieder, also dass sie mit ihrer Tochter vereint wird. Warum nicht? Ist ihr Antrag abgelehnt worden? Ja, das ist wahr. Und der ist, was ist der Status? Status hat er schon, der kann lieber gerne Schahui dann. Wana mani na bitte, 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 wana mani na bitte. Aha, die würden durch ein Aufnahmeprogramm aufgenommen. Und Sie sind dann über ein Sonderprogramm? Ja. Vom Irak direkt nach Deutschland oder? Direkt, ja. Okay. Und aufgrund der Erfahrung ist für sie jetzt die einzige Lösung zu sagen, sie möchte mit den Kindern nach Deutschland und sie kann sich jetzt momentan nicht vorstellen, selbst zu den Kindern irgendwie nach Kurdistan zu gehen. Nein, das möchten sie nicht, weil die Frauen dort oder allgemein die Jesiden dort haben genauso wie, die haben keine Rechte, die Frauen leben nicht in Sicherheit, die tun das, was sie wollen. Die, obwohl der IS sich ausgelöst hat, werden trotzdem Frauen und Kinder verkauft. Obwohl der IS sich ausgelöst hat, also muss man sich schon fragen, wie sowas sein kann. Wie du auch im Hattin, wie der Masulin, wo du in der Chansaruk, wo du in der Siri Hattin, wo wir haben keine wieder, und dann in der Sessalam hatten. Also sie meinten zu ihr, egal wie viele Kinder ihr auch dort gelassen habt, wir werden sie alle nach Deutschland bringen für euch. Und seitdem sind 4-5 Jahre vergangen und nicht hat wer, hat, wer hat das gesagt? Hego? Die Sozialarbeiter. Die kurdischen oder die Deutschen? Die Deutschen. Die Deutschen? Ja. Sie hat gesagt, dass die Menschen mit großen Augen die Geschichte und alles das, was passiert ist, anschauen, nicht mit kleinen Augen. Die ganzen Kinder, die zu Waisen geworden sind. Hm.
sage ihr herzlichen Dank und dass sie eine großartige, starke Frau ist, dass sie es tatsächlich schafft, über diese furchtbaren Sachen zu reden. Ja, ich bin hier in Hannover und sitze hier mit Raula Kalaf, einer jesidischen Menschenrechtsaktivistin, die uns jetzt dann die zentralen Forderungen der Jesiden vorstellen möchte. Was ist denn so die zentrale Forderung, die die Jesiden haben? Wir Jesiden fordern eine offizielle Anerkennung des Völkermords an den Jesiden und wir möchten, dass dort vor Ort geholfen wird. Was könnte denn die Bundesregierung konkret tun? Die Bundesregierung könnte zum Beispiel Waisenkinder und Frauen sowie sehr schwer verletzte Männer, die nach Deutschland bringen, also ein Aufnahmeprogramm machen und sie aufnehmen. Wir haben jetzt hier aber in Deutschland auch die Situation, dass wir wissen, dass viele Kämpfer des IS hier nach Deutschland gekommen sind, auch hier anerkannt worden sind, dass auch Jesiden nach Deutschland gekommen sind, die abgelehnt worden sind. Was haltet ihr denn davon? Das ist sehr schwierig für uns, Jesiden. Das ist so ein Wut in uns. Also das ist so sehr wütend für uns alle, weil sie müssen sich so vorstellen, sie haben dort dank des IS viele Familienmitglieder verloren. Und wir sind jetzt hier, um Schutz zu suchen. Und dann gehen sie mal eben in der Stadt und blicken in das Gesicht des IS-Vergewaltiger oder so. Und dann bekommt man auch noch einen Post und da steht drin, dass die dann halt abgeschoben werden. Und die dürfen dann hier halt frei rumlaufen, als wäre nichts passiert, als hätten sie nichts gemacht. Also wäre eine zentrale Forderung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass die Jesiden fordern, dass das Asylrecht wieder tatsächlich nur noch für wirklich Verfolgte da ist und eben die Verfolger wie die des IS beispielsweise nicht mittels des Asyls hier langfristig bleiben dürfen. Genau, also wir möchten, dass die Menschen, die massakriert und verfolgt worden sind, dort auch Christen sind betroffen zum Beispiel, dass die dann halt hierher kommen können, also hier auch leben dürfen und sollen und dass wir die halt auch in, so einen Schutz für sie Schutz haben für sie, weil es dort nicht genau sicher ist, richtig? Ja, und dass die dann die IS-Terroristen, also dass die dann halt nicht, dass die nicht länger hier bleiben sollen, weil das ist auch nicht gut für die Sicherheit der deutschen Bürger oder auch für uns alle. Das ist gefährlich. Vielen Dank.